Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen das wunderschöne Projekt Alpenmap mit Neu-Mini-Brunn und ich bin hier gerade mit dem Lamborghini unterwegs und zwar habe ich hier das Güllefass hinten dran, denn wir werden heute jede Menge Feldarbeit machen. Es gibt zwei Felder, da möchte ich heute Mais und, Soja drillen. Das soll also angesät werden, denn warum? Unsere Schweinchen brauchen Futter. Und mir ist aufgefallen, dass wir überhaupt gar keine Felder haben, die eben Mais, und das ist ja das Basisfutter für die Tierchen. Und was uns auch fehlt, gucken wir mal ganz kurz rein, ist natürlich hier bei den Schweinchen auch die Proteine. Und das müssten meines Wissens Raps und Soja sein. Und ich habe hier mal kurz drauf geschaut auf die Karte. Das Thema ist wirklich, dass wenn man schaut, ich habe ja auch ein bisschen geliebäugelt damit, ob es vielleicht ein Feld gibt, wo Mais angebaut ist, aber nein, ist nicht so. Also da können wir jetzt auch gar nichts kaufen. Soja, wenn ich das richtig sehe, haben wir nämlich auch nicht. Also selbst ist der Bauer, ist der Landwirt und wird also selber jetzt hier ein bisschen was ansehen. Wir haben hier Feld Nummer 4 und 2, da waren ursprünglich, das sind ursprünglich Grasfelder gewesen. Die habe ich jetzt hier abgemäht. Das Gras ist geerntet. Das war noch nicht in der zweiten Wachstumsstufe, sondern nur in der ersten. Aber okay, sei es drum. Wir schauen mal ganz kurz rein, was in das Silo gegangen ist. Das finden wir hier unter Produktion. Grassilage, 147.000 Liter sind es trotzdem geworden. Und die verarbeiten wir jetzt mal parallel zu Silage. Okay, hier der Kollege, der Waldreier ist unterwegs und er wird das Feld pflügen. Denn ihr wisst ja, ich bin ein kleines bisschen unzufrieden mit den Werten, mit den Bodenwerten, mit der Umweltbewertung. Denn ihr seht es hier, Feld Nummer 2, 67, Feld Nummer 4, 87. Und deswegen will ich ja mal das volle Programm starten, denn wir sehen auch hier bei Feld Nummer 87, bei Feld Nummer 4, dass eigentlich bei Bodenbearbeitung überhaupt nichts ist im Balken. Ne? Also wir sind im Moment in der Gesamtbewertung bei 66 und ja, und das bringt uns gerade mal eine Verkaufspreissteigerung um 5%. Damit kann ich nicht zufrieden sein. Wir müssen da ein bisschen was tun. Und hier ebenfalls interessanterweise pH-Wert, Unkrautbekämpfung. Naja gut, es ist halt ein Grasfeld gewesen. Da gab es kein Unkraut zu bekämpfen. Und auch die Bodenbearbeitung. Also, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir ja volles Programm. Wir werden also hier die beiden Felder tatsächlich hier pflügen. Dann wird hier, dann habe ich den Kollegen hier mit dem Kalk schon vorbereitet. Dann wird hier jetzt auch gedüngt. Und zwar erstmal mit Gülle, weil wir haben jede Menge Gülle. Ich bin auch fast am Überlegen und geneigt, ob wir uns schon mal einen Miststreuer zumindest mal mieten. Aber es war eben noch keiner zum Kaufen, auch kein günstiger. Und deswegen vielleicht ein Mieten für 4.000 oder 5.000. Schauen wir mal, wie weit wir jetzt also hier mit der Gülle kommen. So, und ab die Post. Und damit werden wir schon mal ein bisschen vordüngen, damit wir dann später nicht so viel mit dem Kunstdünger nacharbeiten müssen. So, jetzt haben wir hier wieder das Thema mit den Bäumen. Da tut sich immer ein bisschen der Helfer schwer. Dann will er schon immer wegen frühzeitig wenden und ja den Rückzug antreten. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, also wie gesagt, wir machen hier das volle Programm. Das soll heißen, jetzt wird gedüngt, es wird gekalkt. Anschließend machen wir hier das Saatbett, beziehungsweise wird eben gegrubbert. Und dann bringen wir die Saat aus mit der Einzelkornmaschine, Einzelkornsaatmaschine. Und anschließend wird das Feld natürlich gewalzt. Und dann müssten wir eigentlich alles gemacht haben, was hier notwendig ist für das Ganze. Und dann bin ich mal gespannt, ob unsere Umweltbewertung immer noch so mau ist. Also das hoffe ich doch nicht. So, hier jetzt können wir den Helfer losschicken. Sehr schön. Und die Rehlein, wer hätte es gedacht, sie rennen wieder über das Feld. So, was macht er da hinten? Ja, er wendet, der Pflug arbeitet sehr gut. Also wie gesagt, hier wird jetzt das volle Programm gemacht. Wir werden hier volle Action machen mit allen Maschinen gleichzeitig und werden diese zwei Felder eben entsprechend hier vorbereiten. Auf das Feld, auf das größere, da kommt dann der Mais. Und wie gesagt, das soll Futtermais für unsere Schweinchen werden. Und auf das andere Feld, da hauen wir dann, und da schaue ich gerade mal, weil wir gucken in den Kalender, natürlich
Soja. Das geht gerade noch hier im Mai und deswegen, ja, sputen müssen wir uns nicht, aber wir dürfen auch eben nicht diesen Monat hier verstreichen lassen. Okay, also das ist der Plan für den heutigen Tag und ich muss zugeben, ich hatte schon sowieso diesen Plan eigentlich und optional hatte ich eben überlegt, hier dieses Feld Nummer 20, das ist nämlich gegrubbert. Und da ist noch nichts drauf und dieses Feld Nummer 20 hätten wir natürlich kaufen können. Das Ganze hätte uns 88.980 gekostet. 18 haben wir schon und das ist auch vom Potenzial ein sehr, sehr gutes Feld. Aber die 88.000, 89.000 haben oder nicht haben, ihr wisst es ja. Man könnte natürlich auch sagen, haben ist besser als brauchen, aber ich hatte mir eben auch überlegt, dass wir mit diesen zwei Feldern arbeiten, um dann eben anschließend zu sehen, wie sich das Ganze hier mit der Umweltbewertung verhält. Okay, so, wie sieht's aus? Ja. Ich gebe zu, ich habe jetzt auch eingestellt, dass er direkt hier vom Kuhstall die Gülle abholt. Ich bin da jetzt mal ausnahmsweise großzügig mit mir. So, wir sehen, Gülle 13.000 ist noch drin. Das andere Feld habe ich bereits schon einmal gedüngt. Das dürfte eventuell sich ausgehen, weil 4.8 haben wir ja noch im Tank drin. Sehr schön, sehr schön. Ja, an der Stelle darf ich mich auch wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Es tut sich ja ein bisschen was. Die neuen Abonnenten heiße ich recht herzlich bei mir hier auf dem Kanal willkommen. Freue mich, dass hier diese Map doch ein bisschen Anklang bei euch gefunden hat. Das ist sehr, sehr schön. Ansonsten natürlich auch vielen, vielen Dank immer für eure Kommentare und eure Däumchen. Das gefällt mir. Vielen Dank. So. Ja, yep, jetzt schauen wir mal. Ja, der Pflug wird noch 3-4 Mal, denke ich, hin und her fahren müssen. Dann machen wir hier die Bahn erstmal zu Ende und fangen schon mal an zu kalken, weil wir brauchen auch hier den Kollegen Lambo später für den Grubber. Weil, wie gesagt, der andere ist am Pflügen. Und für den Grubber brauchen wir auch knapp 180 PS oder sowas in der Richtung. Und da brauchen wir dann eben den Lambo dazu. Okay, jetzt erstmal Stopp hier. Wir steigen um und fangen schon mal an, ein bisschen zu kalken. So, wie entwickelt sich denn dieses Feld? Oh je, oh je, oh je. Ich meine, das ist ganz klar, das haben wir gekauft. Stickstoff 30. Ich bin da fast immer überlegen, wie ist denn da der Wachstum? Okay, können wir da noch drüber fahren? Ich überlege gerade, haben wir eine Spritze oder... Na gut, also wenn wir die Pflegebereifung drauf aufsetzen, dann müssten wir ja da eigentlich noch mal düngen können. Wie sieht's denn? Oje, oje, oje. Guck dir das an. pH-Wert Stickstoff. Und was haben wir hier für eine Bewertung? Naja, 50. Ja, ist klar. Stickstoff eigentlich gar nicht. Ja, auch hier Mau. 52. Da müssen wir mal schauen, ob wir da nochmal rangehen. So. Dann spurten wir mal zu unserem kleinen Valtra, den sie dann immer in die Luft hebt, wenn wir hier den Kalkstreuer voll machen. So, schauen wir mal, wie viele Bahnen. Ah, 2 Bahnen vielleicht noch. Dann können wir den Flug auf das andere Feld schicken. So. Dann schalten wir mal ein. Jetzt muss ich mal gucken, wenn der hier wendet, kommen wir uns eventuell in die Quere. Oder was macht er? Ah ja, klar, wegen den Bäumen holt er ein bisschen weiter aus. Das ist okay. Dann warten wir mal. So, wie sieht's aus? Ja, der wird, glaube ich, noch einmal fahren, oder? Ja, wir werden sehen, ob er dann nochmal fährt. So, jetzt erstmal hier hoch. Mit Mühe und Not kommt er hier hoch. 4000 Liter Kalk drin. Ja, ja. Und der hebt hier vorne fast ab. Das Gewicht ist zu wenig. So, jetzt bin ich mal immer überlegen. Wie war das beim Kalk? Ist der, glaube ich, nicht ganz so großzügig, oder? Oder streut er da auch wie ein Wilder? Oh, 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 oh.
Oh ja, da streut er auch wie ein Wilder. Okay. So, was streut er denn? Okay, 3,5 Tonnen aufs Hektar. So, dann erstmal kurz gucken, was der andere, der Pfluch macht. Er dreht. Ja, okay, das glaube ich, müssen wir die Bahn müssen wir, obwohl da können wir auch in die andere Richtung fahren. Wenn er schon rückwärts gefahren ist, dann machen wir das jetzt hier ordentlich zu Ende. Okay. Ja, doch, einen kleinen Streifen macht er noch. So sollte das passen. Na, jetzt zieht es aber ganz schön nach rechts rüber. Ja, den zieht es unheimlich nach rechts rüber. Müssen wir ständig gegensteuern. Okay. Dann wären wir erstmal, was das Pflügen angeht, mit diesem Feld soweit fertig. Und dann schicken wir den darüber. Die Frage ist halt immer, wann sich auch diese Umweltbewertungen eigentlich ändern oder anpassen. So. Dann schauen wir mal. Augenblick. Mal kurz zurück. Haben wir denn wirklich den kompletten, das komplette Feld? Ja, das passt soweit. Dann fahren wir hier die erste Bahn manuell. Weil wie gesagt, davon haben wir wieder Bäume. Und da fängt er dann immer ein bisschen an, Probleme zu machen, der Helfer. So. Ja, er müht sich. Ja, wir haben ja noch 300.000 auf dem Konto und die möchte ich ja unbedingt aufheben, weil ich warte ja darauf, dass wir eventuell noch ein paar Geräte kaufen können. Vielleicht ergibt sich dann auch nochmal das Thema, vielleicht noch ein Feld für dieses Jahr, aber wir haben jetzt zwei Felder dazu gekauft, beziehungsweise drei. So, ich glaube, ich muss drehen. Und insofern haben wir eigentlich auch erstmal für dieses Jahr genügend zu tun. So, das müsste so passen. Okay. So. Hier den Motor an und dann erst nochmal Gülle ausbringen. Ah ja, ich sehe schon, da können wir ein bisschen weiter unten anfangen. Da dürfte es gerade passen. So. Gehen wir in die Spur. Sehr gut, das passt hervorragend. Ja, er will schon wieder nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, jetzt macht bestimmt wieder der Helfer weiter, ja. Dann haben wir hier nämlich erstmal gut vorgedüngt. 50% ungefähr, beziehungsweise 50 Gramm. So ist, glaube ich, richtig. Ne, er macht sogar plus 80 Gramm. Und ich bin gerade beim Überlegen, Mais und Soja. Soja braucht, glaube ich, nicht so viel, oder? Dünger? Wir werden es sehen. So, dann fahren wir mal kurz hier beim Kollegen aufs Feld und bringen erstmal den hier in die Warteposition, weil dann können wir anschließend den Gruber holen. So. So, bis zu hinten. Ja, das passt. Gut, dann werden wir jetzt hier noch den Rest des Feldes kalken.
So, das müsste die Mitte sein. Passt das? Ja, passt leider nicht. Naja, sei es drum. Dann passen wir einfach auf dem Rückweg hier die Ausbringbreite an. Oje, oje, er ist ja schon bei 30%. Ja, die zweite Bahn oder diese dritte Bahn da unten werden wir jetzt gar nicht schaffen, glaube ich, ohne hier nachzuladen. Okay. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann holen wir jetzt erstmal den Grubber. So. Dann können wir nämlich den Lambo auf die Reise schicken und anschließend hier noch fertig kalken. So, machen wir aber erst nochmal ein schickes Thumbnail. So, dazu schalten wir aber die Hilfe mal aus. Okay. So, zack, zack. Sehr schön. Okay. So, und bitte lächeln, danke. Und noch eins von hier. Dankeschön und los geht's. Ja, und wie gesagt, ich bin da mal gespannt, ob sich dann wirklich hier die Bodenwerte ins Positive entwickeln. Denn ich meine, die Prozente sind nicht zu vernachlässigen. Die bringen halt schon einiges, weil ja unsere Ernten hier auf diesem Projekt natürlich nicht so groß sind wie bei unserem tollen anderen Projekt, das wir ja machen. Unsere Big Farm mit Neubartelshagen. Da haben wir natürlich ganz andere Erträge. Und da sind wir ja interessanterweise auch wirklich im Moment bei 15%, also der vollen Ausbeute für die Bodenwerte. So. Und das macht sich natürlich dann am Ende des Jahres beim Verkaufen bemerkbar. Und da würde ich natürlich hier gerne auf der Map auch hinkommen. So. Dann holen wir jetzt mal den Gruber. Denn die Saatmaschine, die Drille, grubbert leider nicht. Die grubbert leider nicht. Jetzt ist es ja so mit der Bodenbewertung auch oder mit der Bodenarbeit. Jedes Mal, wenn wir natürlich hier drüber fahren, ist natürlich nicht ganz so gut. Aber wir können es leider im Moment nicht ändern. Da brauchen wir andere Anbaugeräte. Die jetzigen Saatmaschinen tun leider nicht gleich mit grubbern. So. Dann auch hier wieder von oben nach unten. Das macht es dann immer ein bisschen leichter. Wobei der Kollege hat ja genügend PS. So, die erste Bahn werden wir wieder selber fahren müssen, weil sonst uns wieder der Helfer in die Knie geht. So. Bingo. Jo, das müsste so passen. Jep. So, da wird sich vermutlich gleich wieder ein Reh in selbstmörderischer Absicht vor unseren Traktor werfen wollen, oder? Was ist los? Nee, es ist verschwunden. Okay. So, wir wenden. Vorgewende schenken wir uns. Okay, und ab geht's. Dann schauen wir mal ganz, ganz kurz hier rein. Hat sich schon was angepasst? So, hier müsste ja jetzt theoretisch, was zeigt er denn jetzt hier an? Saatbett, ne? Hervorragend. Okay.
So, und was zeigt er hier an? 88. Also es hat sich schon ein bisschen was getan. Wir hatten vorhin noch 87, jetzt haben wir schon 88. Ah ja, da unten bei der Bodenbearbeitung kommt jetzt tatsächlich ein kleiner Balken dazu. Okay, okay, okay. Also es tut sich doch was. Sehr schön. So, wir sind aber immer noch bei Gesamtwert 66. 88. Okay, so, ich spring mal hier raus. Wir müssen noch ein bisschen kalken. Ja, der läuft da hinten, der läuft auch. Sehr schön, sehr schön. Das lässt mich hoffen. Das ist doch vielversprechend. So, also, dann werden wir natürlich Mais ansäen und anschließend werden wir natürlich auch noch Walzen. Und dann müsste ja eigentlich alles gut sein, weil Unkrautbekämpfung fällt ja aus, denn ist gepflügt, dürfte es normalerweise kein Unkraut geben, ne? Meines Wissens. Wir haben übrigens Pflügen ja eingeschaltet in den Einstellungen und es hat mich doch ein bisschen gewundert oder ich wurde etwas stutzig, dass eigentlich bis jetzt noch auf keinem Feld irgendwo angezeigt wurde zu pflügen. Ich bin jetzt mal gespannt. Bei Mais ist es eigentlich immer so, ist es Usus, dass man nach Mais muss man eigentlich pflügen. Und da bin ich dann jetzt mal gespannt, ob das jetzt einfach nur, ich sage mal, ein Mistake ist. Also, dass jetzt hier irgendwas nicht stimmt oder, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, jetzt wird es wieder spannend, weil kommen wir wieder um die Kurve, weil die Vorderräder abheben. So. Dann haben wir ja dann mit dem Juni... Ich glaube, noch keine Ernte. Da drüben ist ja der Raps. Sieht schon schön aus. Juli geht es dann, glaube ich, los mit der Ernte. Oh ja, er kämpft mit seinen 4000 Litern im Heck. Ja, ja, also da bräuchten wir, glaube ich, schon ein bisschen was Stärkeres. Vor allen Dingen, weil wir ja eigentlich auch keinen Hoftraktor mehr brauchen. Wir haben ja jetzt den Teleskoplader. Und da habe ich dann auch noch eine Ballengabel geholt und ein paar Ballen umsortiert in der Zwischenzeit. Und dann können wir eigentlich diesen hier mit dem ganzen Vorbau und so weiter, können wir uns eigentlich ja schenken. So, jetzt muss ich die Hilfe erstmal wieder einschalten. Denn jetzt muss ich mal gucken, hier war es, glaube ich. Nee, hier war es. Arbeitsbreite ändern. Dann gehen wir mal hierher. So. Und dann sollten wir ja deutlich weniger Kalk hier verbrauchen. Boah, der zuppelt hier übers Feld. Ja, ja, der hebt immer vorne ab, man sieht's. Ja, ja, man sieht auch ab und zu, dass dann das Vorderrad sich überhaupt nicht dreht. Ja, cool. So. Okay. So, Dille. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, dieses Feld, da bin ich ja schon mit der Gülle drüber. Und wir warten jetzt mit dem Kalken noch, bis eben der Kollege hier fertig gepflügt hat. So, da ist eine kleine Ecke hier draußen. Okay. So, wir schauen mal, was jetzt die Umweltbewertung sagt, ob sich da schon wieder was geändert hat. 89. Ja, also es tut sich was. Wir sehen auch, dass der Balken zugenommen hat. Also Bodenbearbeitung, das realisiert er jetzt. Da tut sich jetzt was. Hier drüben noch nichts. Da sind wir immer noch bei 67. Und hier tut sich jetzt langsam was. In Summe aber immer noch bei 66,5%. Also ich bin mal gespannt, ob wir hier dieses Feld eben am Ende, wenn wir eben auch walzen und alles. Bum-di-dum-di-dum. So, was sagt er denn? Ja, er sagt noch gar nichts, weil wir müssen ja erstmal ansäen und dann wird er mit Sicherheit sagen, dass wir walzen müssen. Also wenn wir das dann alles durchgeführt haben, dann bin ich der Meinung, kriegen wir hier mit Sicherheit hier 98 oder so etwas Ähnliches hin.
Okay, Freunde, das soll es für die heutige Folge gewesen sein. Ihr seht, wir machen hier einiges. Es ist Action. Mit drei Maschinen sind wir hier auf den Feldern unterwegs und bereiten hier die Aussaat vor für dieses Feld. Da kommt Mais drauf und dieses Feld, da packen wir dann Soja drauf für unsere Schweinchen. Und da machen wir das Silo schön voll. Dann haben die Futter für den Winter. Okay, Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei euch allen für die Unterstützung, für die Abos und natürlich euer Feedback. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Wenn wir dann hier die Felder soweit fertig haben, und wir natürlich in den nächsten Monat gehen. Okay, ich bedanke mich, sage Tschüss, Cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.